Ich wusste, irgendwann ist es soweit. Und heute, glaube ich, ist es soweit. Ich bin noch nicht ganz sicher. Aber ihr könnt euch erinnern, begab sich vor ungefähr 3 Jahren, dass ich aufgerufen habe, dass wir unsere Energien vereinen und ja, sich uns gemeinsam auf meinen Kopf wiederfinden, dass jetzt die Haare von 832 Menschen gewesen, 1000 haben wir nicht geschafft, 832 Menschen von euch und im privaten Umfeld haben mir ihre Haare zur Verfügung gestellt und wollten mit mir quasi gemeinsam durch die Welt gehen. Das haben wir gemacht und ja, und zurzeit befinde ich mich in einer Phase des Umbruchs. Ich habe ja auch meinen Namen geändert von Christian, dessen Bedeutung der Gesalbte, der Messias ist, hin zu Samuel, der keine Bedeutung hat, zumindest keine eigene Bedeutung, das ist ein biblischer Eigenname. Und aus dem Wortstamm kann man ja was herleiten, aber im Großen und Ganzen hat er keine Bedeutung. Und die Haare sind auch immer so ein Zeichen. Wer die Haare sieht, denkt, oh, das sind schöne Haare oder hässliche Haare. Manche finden das ja auch nicht schön. Und das ist halt immer so ein Punkt, Identifikation über das Äußere. So eine Glatze, und deswegen wählen ja auch die Mönche häufig die Glatze. Ist halt einfach praktisch und ist halt nicht ein besonderes, was Schönes. Und naja, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich über Wochen hinweg immer im Spiegel mich angeschaut habe und darüber nachgedacht habe, ob ich das dann tatsächlich durchziehe irgendwann. Und ich glaube, jetzt ist der Punkt gekommen. Ich habe mir gedacht noch, dass ich vielleicht hinten irgendwas, so ein Dread vielleicht noch so lasse oder so. Aber ja, ich glaube, die müssen alle ab. Naja, ich gucke nochmal, ob es aufnimmt. Und wenn ja, dann werde ich wohl anfangen. Sehr viele Komplimente erhalten. Danke dafür, für meine Haare. Und es war eine schöne Zeit. Bin auch sehr dankbar dafür. Aber es ist wichtig, dass man seinem Herzen folgt, seiner Intuition und nicht nur, weil man Komplimente für irgendwas bekommt, diesen Weg geht. Und ich habe die starke Intuition, dass ich erstmal keine Kopfhaare haben möchte. Und ja. Deswegen mache ich das. Und das ist ein wichtiger Schritt. Ich bin mit meiner Entwicklung auch nie zu Ende. Die Gesellschaft und die Strukturen in unserer Gesellschaft holen mich immer wieder ein. Und auch ich muss bewusst dagegen steuern. Deswegen gibt es auch den YouTube-Kanal, weil ich selber das auch gerne mit euch teilen möchte. Und dadurch dann eben auch andere inspiriere, diese Schritte zu gehen.
Feinarbeit kommt dann wahrscheinlich später. Ich lebe das Leben. Ich nehme es an, bin dankbar dafür und realisiere gerade in dem Moment, wie stark ich auch noch in der Anhaftung bin an vielen Dingen. Es sind Haare. Andere müssen sich die Haare aus einem ernsthafteren Grund abschneiden oder sie fallen aus. Ich mache das einfach so, weil es für mich wichtig ist. Und dafür bin ich dankbar. Danke, dass ihr bei diesem Moment dabei gewesen seid.